Ja, hallo, es geht weiter mit den dynamischen Systemen. In einem vorherigen Video haben wir die Differentialgleichungen des Fliehkraftreglers hergeleitet und in diesem Video möchte ich zeigen, wie man das Strukturbild zu diesen Differentialgleichungen zeichnet. Wir sind also immer noch hier, das sind die Vorkenntnisse, die man braucht. Wie immer am Anfang von diesen Videos beschreiben wir unser System mit den Übertragungsdifferentialgleichungen und zeichnen das Strukturbild dieser Gleichung. Wir brauchen noch nichts anderes. Ja, Strukturbilder, wie gesagt, werden mit diesen fünf Bausteinen gezeichnet und es bleiben nachher, werden dann nachher, wenn das simuliert wird, nur vier dieser Bausteine verwendet, weil wir das D-Glied immer umformen müssen. So viel Wiederholung, das haben wir bei dem letzten Mal gemacht, aber das D-Glied kommt dieses Mal auch nicht vor. In dem Video für die Differentialgleichung des Fliehkraftreglers, Video 1.5, haben wir diese beiden Gleichungen hergeleitet. Das sind die Differentialgleichungen, umgestellt jeweils auf die höchste Ableitung. Das war jetzt im vorherigen Video so, dass ich die Gleichung immer umgestellt habe. Hier ist es jetzt schon der Fall, weil wir die jetzt so aus diesem vorherigen Video übernehmen. Und diese Gleichungen sind natürlich jetzt auch wieder dazu da, Studenten zu verjagen und die sehen natürlich ziemlich brutal aus und deswegen ist das Erste, was wir machen, ist, wir tauschen diese wichtig aussehenden Symbole und 1000 Abkürzungen einfach gegen einfache Abkürzungen aus. Also wenn das unsere beiden Gleichungen sind, kann ich vielleicht nochmal sagen, Phi P war der, gehen wir vielleicht nochmal zurück, ist vielleicht gar nicht schlecht. Also Phi P ist der Winkel, wie dieses Ding hier auspendelt, das ist der Winkel Phi P und der Winkel Phi A ist die Drehung der Achse, der Winkel Phi U ist die Drehung von dem Antrieb, also der Eingang, deswegen U, weil wir U mal für Eingang nehmen. Könnte man vielleicht noch erwähnen. Dann gibt es Masse, Länge und sowas. Das sind dann Konstanten. Das hier sind Konstanten für die Dämpfung, für die Reibung. Und dann hier haben wir noch Federkonstanten. C ist drin. Gravitation, nochmal die Länge. Also, ja, sieht so vor allem mit Sinus und Phi sieht es immer ziemlich brutal aus. Also, wenn wir diese beiden Gleichungen ein bisschen vereinfachen, indem wir erstmal die Phis, also Phi P ist die erste Größe, die ich wissen will. Das ist mein Y1. Und Phi A ist die zweite Größe. Das ist Y2. Phi U ist die Eingangsgröße, die nenne ich U. Und jetzt mache ich das so, dass ich also diese Differentialgleichung so aufstelle, dass nur noch das, was von der Struktur der Differentialgleichung relevant ist, dass das letztendlich übrig bleibt. Wenn ich jetzt hier für Phi P überall Y1 einsetze, dann sieht diese Gleichung so aus. Und dann mache ich auch aus G durch L, mache ich zum Beispiel eine Konstante A1. Das 1,5 lasse ich als 1,5 stehen, da mache ich keine Konstante draus, weil das ja nicht abhängig von irgendwelchen Variablen war. Die 1,5 hatten wir ja deswegen, weil sich da irgendwie bei diesem Bruch dann alles Mögliche rausgekürzt hat. Deswegen lasse ich das jetzt als Zahl stehen. Aus G durch L oder hier viel schlimmer dP durch ML Quadrat mache ich A2. Das Minuszeichen, das behalte ich bei, weil ich möchte nachher, dass man in dem Strukturbild trotzdem noch sieht, in ob jetzt die Größe, die an einem Summierer ansteht, ob die jetzt abgezogen wird oder ob die dazu addiert wird. Das ist für die, wenn man so überblicken will, ist das System, so wie ich es hingezeichnet habe, wie ich das aufgestellt habe, ist es stabil oder nicht? Oder in welche Richtung passiert überhaupt was? Ist es sehr sinnvoll, wenn man das Vorzeichen nicht mit in die Konstante integriert, sondern wenn dieser Bruch jetzt hier dp durch ml Quadrat, das sind alles positive Größen, dann ist auch dieser ganze Bruch natürlich positiv und dann ist A2 auch positiv. Dann lasse ich das Minuszeichen hier vorne stehen und fasse es nicht mit in die Konstante mit rein. Es ist zum Anschauen nachher schöner. Ich meine, ich könnte das machen, aber dann sieht es nur verwirrender aus und ich möchte ja das Ganze etwas einfacher machen, wie es vorher war. Ja, hier unten dasselbe Spielchen. Hier fasse ich auch ein paar von diesen Konstanten, die fasse ich einfach zu anderen Konstanten zusammen, gucke, dass ich also die Vorzeichen beibehalte. Und dann wird hier aus dA plus dK wird zum Beispiel A5. Und hier muss ich halt auch diesen Bruch, denn JA ist eine Konstante, mache ich A3 draus, 2ml Quadrat, mache ich A4 draus. Und dann bleiben also zwei Differentialgleichungen übrig, die wesentlich weniger gefährlich aussehende Symbole beinhalten. Das ist ein Differentialgleichungssystem aus zwei nichtlinearen gekoppelten Differentialgleichungen. Gekoppelt heißt, dass in der Differentialgleichung in der Größe y1 kommt y2 vor und in der Größe von y2 in dieser Differentialgleichung kommt die Größe von der ersten Differentialgleichung, nämlich hier das hier. Das ist die Quatsch. Also das hier eigentlich nicht. Gibt es hier ein Radiergummi? Stiftfarbe ändern.
Dann machen wir hier mal weiß. Und lassen wir wieder los. Das war jetzt natürlich nichts. Das ist natürlich auch Y1. Ja, dann machen wir das vielleicht besser hierhin. Hier ist also die Kopplung. Hier habe ich Y2 in der Differentialgleichung von Y1 und hier habe ich Y1 in der Differentialgleichung von Y2. Deswegen sind diese, das ist ein System von Differentialgleichungen, die sind nicht linear beide und die sind miteinander gekoppelt. So, wenn ich das zeichnen will, dann zeichne ich bei gekoppelten Differentialgleichungen jede von diesen Gleichungen immer einzeln. Ich fange mit dieser Gleichung an, das war die Differentialgleichung von dem Pendel. Das Pendel, der Winkel, der heißt jetzt halt nicht mehr Phi P, sondern Y1. Und die Schritte sind ähnlich wie in den vorherigen Videos. Ich habe die Gleichung vorliegen, umgestellt auf die höchste Ableitung. Das war so die Vorarbeit, die ich jetzt auch in dem Video 1.5 schon gemacht habe. Bei den anderen Videos war es auch so, dass ich das halt von Hand dann auf die höchste Ableitung umgestellt habe. Und ich bilde die höchste Ableitung durch die Hintereinanderschaltung von zwei Integratoren. Das ist also so, so fange ich grundsätzlich immer an. Jetzt muss ich nur noch diese Gleichung nachbauen. Also ich baue hier einen Summierer hin. Und dieser Summierer hat drei Eingänge. Dieser Summierer bekommt jetzt diesen Teil hier, der bekommt diesen Teil hier und der bekommt diesen Teil hier. So, diese drei Eingänge müssen jetzt an den Summierer ran. Ich kann mir jetzt ganz einfach A2 mal Y1 Punkt, das kann ich mir hier abgreifen hinter dem Integrator, und dann führe ich das mit Minus auf diesen Summierer. Deswegen habe ich halt auch das A2 jetzt als positiv genommen und lasse es, das Vorzeichen hier dran, damit ich hier nachher sehe, okay, das wird hier irgendwie, wird es hier so zurückgeführt, dass es Minus ist. Dann ist es, könnte, wenn man das so sieht, eher stabil sein, wie wenn hier ein Plus steht. Wenn hier ein Plus steht, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass das ganze Ding dann irgendwie instabil wird. Weil er dem Integrator, wenn der hier eine Größe kriegt, die irgendeinen Wert hat, der positiv ist, dann wird er hier der Wert ansteigen und dann wird hier ein Wert, der auch positiv ist, noch dazu addiert, dann wird es hier immer mehr und dann kommt hier hinten auch immer mehr raus und zack ist das Ding irgendwo sonst wo. Das ist dann instabil. Und hier sehe ich schon, gut, der Wert, der hier integriert wird, der wird hier wieder abgezogen. Also das riecht schon so ein bisschen danach, dass es stabil ist. Aus diesem Grund macht es Sinn, dieses Vorzeichen immer an den Summierer ranzuschreiben und nicht in die Konstante reinzubringen. Ja, mit Y1 bekomme ich jetzt natürlich schon ein paar Probleme, weil Y1 steht jetzt hier mit Sinus. Jetzt muss ich diese Gleichung mit diesen Strukturbildern nachbauen. Sinus ist keine einfache Multiplikation, sondern es ist eine Nichtlinearität. Und die bilde ich folgendermaßen nach. Ich nehme diesen nichtlinearen Kennlinienblock und sage, der Ausgang ist Sinus vom Eingang. Also ich nehme hier, das hier ist der Eingang in diesen Block und der Ausgang ist der Sinus davon. Das ist dann dieser Part hier. Und diesen Part multipliziere ich dann mit A1, das ist dann das hier, und ziehe das hiervon ab. Dann habe ich die, ja, muss man hier mal alle Markierungen von der Folie löschen. So, dann habe ich diesen Teil von dieser Gleichung hier an diesem Summierer realisiert. Jetzt brauche ich noch das hier vorne. Das sieht jetzt auch wieder ein bisschen gemeiner aus. Da muss ich also die Größe Y1 brauche ich dazu. Ich brauche auch die Größe Y2 Punkt. Die muss ich mir nachher, also ich habe jetzt ja hier durch die Integratoren alle Ableitungen von dieser Differentialgleichung hier zur Verfügung an Zahlen. Und ich werde nachher, wenn ich die andere Gleichung aufbaue, auch Integratoren haben, die mir diese Werte zur Verfügung stellen. Und ich muss mir jetzt Y2 Punkt von der anderen Gleichung holen. Die habe ich jetzt noch nicht gebaut. Das wird aber nachher der Fall sein, deswegen sehe ich das jetzt hier einfach so als Eingang vor. So, und jetzt baue ich einen Block, der diese Gleichung hier nachbaut, aber auch nur diesen Part hier. Und dann ist das hier ist der erste Eingang, Y1, das geht also hier oben rein. Und der zweite Eingang, Y2 Punkt, geht hier unten rein, der heißt dann U2 und das hier ist U1. Also ich mache das immer, ich versuche es einheitlich zu halten. Der Eingang von dem Kennlinienblock heißt U, völlig unabhängig davon, von der Eingangsgröße von dem System. Den nenne ich einfach U, weil in Simulink heißt er nämlich auch so. Dann kommt man da nicht so durcheinander. Das Ding hat zwei Eingänge, dieser Kennlinienblock.
Und da gibt es halt den Eingang, der erste Eingang, das ist der obere, also oben ist immer der erste, ist U1, ist also Y1, und wird dann wird einfach diese Gleichung hier, wird in diesem Kennlinienblock so nachgebaut. Also der Eingang, der hier reingeht, ist hier in der Gleichung und der Eingang, der hier unten reingeht, ist hier in der Gleichung mit diesem Quadrat und der Ausgang ist immer das Ergebnis von dem, was da drin steht. Ne? So, das muss ich noch mit 0,5 multiplizieren, das ist also die mal 1/2 davor und führe das mit Plus auf meinen Summierer. Ja, das ist schon die erste Gleichung. Dasselbe Spiel muss ich jetzt für diese Gleichung machen. Die wird jetzt ein Stück komplizierter wie die erste, ist aber auch wieder nach demselben Schema. Ich bilde zuerst mit zwei Integratoren, weil ich also zwei der Ableitung habe, bilde ich aus der zweiten Ableitung die eigentliche die Basisgröße des Ausgangs y2 nach, aus der Ableitung, indem ich das zweimal integriere. So, und jetzt wird es ein bisschen gemein, weil jetzt steht hier eine Multiplikation und hier ist noch eine Größe, die jetzt aus der ersten Gleichung kommt. Das muss ich mir hier an y2 direkt einen Kennlinienblock anbauen. Und dieser Kennlinienblock, ich muss jetzt hier nochmal was markieren, dieses Malzeichen hier ist jetzt dieses Malzeichen. Ich habe jetzt also in diesem Kennlinienblock zwei Eingänge und muss jetzt diesen Teil von dieser Gleichung mit diesem Kennlinienblock nachbauen. Und diese zwei Eingänge ist also einmal, U2 ist einfach zu erklären, mal U2 ist also mal dieses ganze Gedöns hier. Das wird dann ein Summierer werden. U2 kommt also hier unten hin. Und U1 ist Y1, die zwei Konstanten, die schreibe ich da einfach mit rein. U1 ist Y1, das, ja, wird genauso hier nachgebaut, damit es in eine Zeile passt, macht man halt keinen Bruchstrich, sondern hoch minus 1. Man kann auch U2 durch dieses ganze Ding in Klammer schreiben, also das ist ja eigentlich egal, wie man das macht. Na, man muss nur sehen, dieses ganze Ding, also dieser Teil, diese Multiplikation von der Größe, die hier in diesem Pfeil ist, also das, was hier reinkommt, U2, ist nachher das hier. Das muss also noch gebildet werden, muss an U2 angeschlossen werden, wird multipliziert mit diesem Bruch hier und dieser Bruch braucht diese Größe auch noch von außen, weil A3 und A4 sind ja Konstanten, aber Y1 nicht und deswegen kriegt der Y1 als U1 hier in diesen Kennlinienblock rein. Na, man kann, so ein Kennlinienblock hat übrigens keine inneren Zustandsgrößen, also den kann man tatsächlich statisch, ich kann das mal so versuchen anzudeuten, ich kann jetzt also tatsächlich hier so ein Kennfeld zeichnen. Also könnte dann hier irgendwie sowas Dreidimensionales machen und dann kriege ich halt hier irgendwie so eine Fläche rein, wo ich dann da irgendwas Schlaues interpolieren kann. Und dann habe ich also hier für die U1 und U2 auf den Achsen, kriege ich hier halt hier dann den Wert Y2 Punkt Punkt dann da raus. Ja, das ist jetzt ein ziemliches Geschmier und auch mal wieder weg. Na, wo ist es? Alle Markierungen von der Folie löschen. So, ja, also innere Zustandsgrößen von einem System sind immer die Ausgangsgrößen von den Integratoren. Die sind ja letztendlich für die Dynamik verantwortlich. Also, dass ich etwas am Eingang mache und wenn ich nichts mehr am Eingang mache, dann passiert da trotzdem noch was am Ausgang, was ja von diesen inneren Zustandsgrößen abhängt. Kann bei so einem Kennlinienblock nie passieren. Der Kennlinienblock ist immer komplett statisch. Ist auch bei der, kann ich nochmal anklicken, bei der vorherigen Folie so. Na, das war zu schnell. Auch bei der vorherigen Folie sind die Kennlinienblöcke komplett statisch. Also das heißt, die bauen einfach nur sofort den Wert nach der Gleichung nach, die da drin ist. Und da ist also keine Dynamik, da ist keine Verzögerung und gar nichts in dieser Art da drin. So, hier waren wir stehen geblieben. So, also Y1 hole ich mir dann, wie bei der anderen Gleichung war es so, dass ich mir Y2 von einem anderen System geholt habe. Hier hole ich mir Y1 von dem vorherigen System, was ich mir auf der vorherigen Folie zusammengebastelt habe. Jetzt muss ich diesen Teil hier hinten, das ist ja wegen, ich mache die Multiplikation nochmal rot, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich mir also diese, noch ein Versuch. Also diese Multiplikation hier ist dieser Punkt. So. Jetzt sieht es nicht so schlimm aus. So, also jetzt muss ich also diesen Teil hier von dieser Multiplikation mal U2. Na, jetzt habe ich einen. Oh, das war ein Bug. Okay. So, diesen Teil muss ich also mit einem Summierer nachbilden, weil hier gehen ja vier Größen rein. Und diese vier Größen, die hole ich mir, wie bekannt, haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, hole ich mir also Y2 Punkt mal A5 und ziehe das ab. Das ist also dieser Teil hier vorne. Dann minus A6 mal Y2. Y2 habe ich hier hinten. A6. Ran multiplizieren mit so einem Verstärkungsglied und abziehen. So,
So, und jetzt habe ich U und U Punkt. Hier bietet sich natürlich, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist einfach und total sinnfrei, die andere ist kompliziert zu verstehen, ist aber auch die einzig physikalisch richtige. Sinnfrei wäre zu sagen, okay, U ist mein Eingang und hier kommt die Ableitung von meinem Eingang vor. Jetzt muss man sich aber zurückerinnern, was das eigentlich für ein System war. Das ist ein Fliehkraftregler und dieser Fliehkraftregler hat ja eine Massenträgheit. Diese Massenträgheit ist ja hier auch in A3, in A4, in diesen Konstanten irgendwie mit drin. Also A3 war ja ein Rotations, wie sagt man, Rotationsträgheitsmoment oder Massenträgheitsmoment, genau. Da also kann ich ja kein Geschwindigkeitsprofil einprägen, war ja ein Problem, also das soll ja realistisch bleiben. Dann waren da Federn dazwischen, dass man halt eben doch ein Geschwindigkeitsprofil einprägen kann. Und der Winkel war, die U war also der Winkel Phi U und U Punkt war die Geschwindigkeit von dem Winkel, mit dem das ganze Ding angetrieben wird. Also ich wollte ja die Winkelgeschwindigkeit vorgeben. Ich kann ja keinen Winkel vorgeben, weil wenn ich einen Winkel vorgebe, dann würde ich ja sagen, ich schaffe mir die Möglichkeit, sprungförmig einen Winkel von jetzt auf nachher um, was weiß ich, 5 Grad zu ändern in einer Zeit von 0, was ja völlig unmöglich ist, weil es ist ja ein Massenträgheitsmoment da, das Ding wird ja gedreht. Das funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt sage, U ist mein Eingang, also Phi U, der Winkel, dann hätte ich ja da eine Ableitung und müsste also die Ableitung mit einem Differenzierer bilden. Dann haben wir das Problem, Differenzierer, haben wir schon mal besprochen, die dürfen im Strukturbild nachher nicht mehr vorkommen, weil sie nicht realistisch sind. Und ich würde diesen Differenzierer nie loswerden, wenn ich Phi U als Eingangsgröße haben wollte. Oder wenn ich U jetzt so als Eingangsgröße haben will. Das funktioniert nicht, weil ich kann es ja auch nicht vorgeben. Also ich kann das zwar reinzeichnen, ich werde diesen Differenzierer auch nicht los. Und es hilft mir auch nichts, wenn ich das mit Gewalt mache, weil es ja auch in der Praxis überhaupt keinen Sinn macht. Also gebe ich U Punkt, also die Winkelgeschwindigkeit war das in dem Fall, nicht den Winkel, sondern die Winkelgeschwindigkeit als Eingangsgröße vor. Und das hier ist halt der Winkel, um den sich das dann gedreht hat. Und dann brauche ich auch keinen Differenzierer, sondern ich bilde diese Größe durch einen Integrierer nach. Na, ist ja logisch, wenn ich U Punkt habe und das vorgebe, dann bekomme ich U, indem ich U Punkt integriere. Das ist eigentlich total simpel. Dann kann ich von U Punkt mit B0, kann ich also diese Größe hier abgreifen, das mache ich plus und U habe ich dann auch. Tja, das ist eigentlich das zweite System. Das war's schon. So, und jetzt nehme ich diese beiden Systeme, die ich da gebaut habe, also dieses und von der vorherigen Folie, dieses System und also dieses und das nächste. Vielleicht auch mal die Markierung wieder von der Folie löschen, dann sieht es nicht so schlimm aus. Und die zeichne ich, jetzt wird es ein bisschen eng, zeichne ich jetzt auf ein Blatt. Dann sieht das so aus. Das ist jetzt erstmal ziemlich dramatisch, sind aber dieselben Beispiele, wie wir gerade hatten. Nur habe ich jetzt hier für diesen Kennlinienblock, habe ich mir jetzt Y1 von dem oberen System geholt. Das ist die Kopplung hier. Und ich hole mir Y2 Punkt, hole ich mir von dem unteren System nach da oben. Das ist dann das Einzige, was man machen muss, wenn man das zusammenbaut. Das ist auch schon das komplette Strukturbild von diesem Fliehkraftpendel. Und jetzt kann man an diesem Strukturbild, kann man jetzt vielleicht noch ein paar interessante Sachen kann man noch erzählen, was da jetzt vielleicht eine wichtige Rolle spielen könnte. Man hat jetzt hier einen Integrator, der in keiner Form rückgekoppelt ist. Na, dieser Integrator hier ist zum Beispiel rückgekoppelt. Ich habe hier die Größe, die aus dem Integrator rauskommt, die wird da irgendwie wieder davor geführt und dann kann es sein, dass der Integrator so an sich mit diesem Summierer hier, dass der also nicht einfach nach unendlich irgendwie wegläuft. Das ist gut möglich. Ne? Auch hier für Y1 gibt es hier irgendwie eine Rückkopplung und da gibt es irgendwie eine Rückkopplung. Ob das stabil ist, kann man nicht sagen, weil das hier auch alles nichtlinear ist. Also kann man nicht genau sagen, was hier passiert, weil hier diese nichtlinearen Kennlinienblöcke drin sind. Hier gibt es aber überhaupt keine Verbindung von U nach U Punkt. Da könnte man ja sagen, gut, wenn ich jetzt U Punkt vorgebe, dann wird ja U immer größer. Ja klar, wird es ja auch. U Punkt ist die Winkelgeschwindigkeit, ich gebe eine Geschwindigkeit vor. Und dann wird natürlich der Winkel, der wird immer ansteigen. Und wenn ich jetzt eine konstante Winkelgeschwindigkeit vorgebe, dann wird der Winkel hier auch immer konstant ansteigen. Das macht aber nichts. Das ist völlig in Ordnung. Das beschreibt ja das System so, wie es ist. Also sowas kann man vielleicht hier zu diesem Integrator erzählen. Dann ist es so, wenn man dieses Ding jetzt simulieren möchte, also ich kann übrigens genau dieses Schaubild, so wie es hier ist, jetzt in zum Beispiel in MATLAB Simulink nachbauen und kann dann gucken, wie sich dieses System verhält.
Wenn ich diese Simulation starte, das war auch das, was ich im Video 1.5 am Ende kurz gezeigt habe, passiert aber nichts, wenn die alle, also die, das passiert einfach nichts, auch wenn ich U Punkt, wenn ich hier ein Geschwindigkeitsprofil vorgebe, dann sehe ich zwar, dass Y2 sich dann, dass es irgendwie stetig steigt und Y2 Punkt, diese Geschwindigkeit, die wird irgendwie dieser Geschwindigkeit hier irgendwie folgen. Das funktioniert. Also diese Geschwindigkeit hier, die ich hier messen kann, die folgt dieser Geschwindigkeit, aber es schwingt nichts. Es passiert überhaupt nichts. Man kann jetzt hier, man muss ja bei so einer Simulation oder auch wenn man dann so, bei, vor allem wenn man dann irgendwas Laplace transformiert später, muss man manchmal gucken, oder nicht manchmal gucken, sondern man muss immer wissen, wie die Anfangsbedingungen sind. Meistens sind die Anfangsbedingungen 0 und man muss manchmal gucken, jetzt passt das Wort, ob die Anfangsbedingungen 0 überhaupt sinnvoll sind bei so einem System. Anfangsbedingung 0 heißt, alle Integratoren beginnen bei 0 zu integrieren. Also y1 Punkt hat eine Anfangsbedingung, y1 hat eine Anfangsbedingung, das ist also der Anfangswinkel, das ist die Anfangswinkelgeschwindigkeit von diesem Pendel, wie es schwingt, und das ist der Anfangswinkel von dem Antrieb und das ist die Anfangswinkelgeschwindigkeit von dem Antrieb. Ja, und wenn jetzt hier das Pendel in der Mitte ist, also der Winkel ist 0, so haben wir das ja beim Herleiten festgelegt, dann steht hier eine 0 und hier steht Sinus von 0, das ist auch 0, das heißt, hier kommt eine 0, das Ding kann man vergessen. Diese 0 wird hier auch weiter vorgegeben und geht hier in diesen Kennlinienblock. Und dieser Kennlinienblock sagt, die Größe, die hier reingeht, U2, das wird quadriert, mal Sinus 2 mal die Größe, die hier reinkommt. Wenn hier eine 0 kommt, also wenn hier eine 0 steht, dann steht hier Sinus 2 mal 0, dann ist das hier 0 und 0 mal irgendwas gibt immer noch 0 und dann kommt hier hinten auch eine 0 raus. Und dann steht hier auch eine 0. Und dann haben wir hier eine 0, hier eine 0, das Ding hat auch eine 0, hier kommt eine 0. Dann kann jetzt also bei y2, Punkt, hier kann stehen, was will. Wenn diese Integratoren beide auf 0 sind, das heißt also, das Pendel hat keine Geschwindigkeit und das Pendel ist nicht ausgelenkt, dann ist es in der Mitte, dann gibt es keine Möglichkeit, dass dieses zweite System von hier unten, dieser Antrieb, dass der das mit der Winkelgeschwindigkeit irgendwie antreiben kann. Geht nicht. Überhaupt keine Chance. Deswegen musste ich in der Simulation, dass man also die Schwingung erkennt, hier eine Anfangsbedingung hier einstellen und sagen, okay, das Pendel ist ausgelenkt, dann gebe ich dem hier einfach einen anderen Wert vor und dann steht hier auch ein anderer Wert an und dann kann hier, wenn hier ein Wert von diesem System kommt, der natürlich auch über diesen Weg auf diese Integratoren wirken, dann passiert da auch was. Ja, so viel mehr fällt mir da dazu jetzt eigentlich gar nicht ein. Vielleicht gibt es da, also wenn es da noch andere Fragen zu diesem Blockschaltbild gibt, die Herleitung war in Video 1.5, damit kann man also auch dann diese ganzen Blöcke erklären. Wenn man das simulieren will, muss man das nachbauen, dann muss man halt für diese ganzen A und B, die man hat, irgendwelche Werte vergeben. Sinnvollerweise guckt man, wie die aus den Formeln zusammengesetzt sind und legt dann halt eine Masse und eine Länge fest. Ich glaube, das war eigentlich alles, was man gebraucht hat. Ja, Masse, Länge, dann hat man noch ein Trägheitsmoment von der Antriebsachse, dann gab es auch noch eine Federkonstante und noch ein paar Reibwerte. Da kann man einfach irgendwas vorgeben, so ein bisschen, schon ein bisschen was, ne? Also das sollte schon ein bisschen passen. Und dann kann man das simulieren und sieht dann, wie das schwingt. Ja, so, das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, in die Kommentare damit und bis zum nächsten Mal.